Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Oxygen Not Included, zu unserer Chaos-Kolonie. Ja, beginnen heute werde ich mal mit dem Hinweis, es ist inzwischen Samstag, deswegen sei mir der Hinweis auf den Stream heute Abend gegönnt. Um 20 Uhr geht's los. Wir werden mit den Hunger Games weiterspielen, wie immer auf meinem Twitch-Channel. Die meisten werden wissen, wie man da hinkommt und ja, ansonsten ist der Link dazu auch unten in der Videobeschreibung. Ja, okay, wir waren beim letzten Mal. Ich muss kurz überlegen, soweit, dass wir hier angefangen sind, die Teilchen zu sammeln. Das ja, ist noch ausbaufähig, aber das wird auf jeden Fall mit der Zeit steigen. Vor allen Dingen wollte ich hier ja jetzt auch noch Barbecue hinliefern, damit die nicht verhungern. Parallel wollte ich aber auch austesten, wenn wir eine neue Rakete bauen, was wir dann für Optionen haben, da ja, die Innenpumpen und so weiter zu bauen, ob die dann auch direkt abpumpen können und so weiter und so fort. Das ist ja alles noch für mich neu und ich hoffe, ich habe das richtig verstanden. Was hier noch ein bisschen gefährlich, glaube ich, ist, ist die Leiter an dieser Stelle, weil da könnte theoretisch jemand draufstehen und dann über die Ziegel hier oben weggehen. Und dann von dem Teilchenblitzen getroffen werden. Das wollen wir natürlich nicht, dass das passiert. Ja. Okay. So, ich wollte mich ja darum kümmern. Das hatten wir ja auch beim letzten Mal angefangen. Der Test geht hier jetzt weiter mit dem Barbecue, wie das Ganze funktioniert. Und zwar Strom ist da. Wir können hier jetzt einstellen, genau, eine Einheit. Dann machen wir hier mal eine manuelle Bedienung rein. Okay, wir können hier keine Menge einstellen. Das ist schon mal blöd. Weil wenn ich hier jetzt Barbecue einstelle, dann bringen die hier 25 Millionen Einheiten hin. Okay, das ist so nicht, wie ich das gerne hätte. Also klar wird das funktionieren, aber das ist nicht perfekt. Genauso ist das nicht perfekt, die Variante. Das habe ich mir gerade vor dem Video. Wir machen erst das eine zu Ende. Zeige ich euch gleich noch was zu. Okay, das müssen wir irgendwie ein bisschen anders handhaben. Soll heißen, wir brauchen dafür am besten einen Raum, wo es sehr kalt ist. Also die haben alle nur ein paar Gramm Barbecue genommen. Ich habe nur gesehen, Barbecue minus irgendwas. Mehrmals nicht, dass die da ein paar hundert Kilo jetzt rausholen und hierher schleppen, aber nee. Ist ja nicht möglich. Ja. Also wir brauchen einen Raum, der recht kalt ist. Meine Idee ist ja, die ich jetzt gerade habe, ist, dass ich das, was ich hier gebaut habe, irgendwo hierher verlagere und ich es hier nochmal deutlich kühler mache. Da wir hier sowieso nur mit Schutzanzug sind, sollte das nicht das Problem sein. Ich weiß nicht, ob das alles zu aufwendig ist, aber machen wir das einfach mal, oder? Da ich ja immer noch nicht die isolierten Cheater-Türen benutze, müssen wir das Ganze dann wieder ein klein wenig umständlicher machen, indem wir hier zwei Schleusen davor bauen. Ich denke, dass wir diesen Raum hier ganz gut für unsere Küche nutzen können insgesamt. Wir müssen einmal noch komplett abkühlen, aber der ist ja schon ein bisschen vorgekühlt. Dann gehen wir mal dazu über und fangen hier an, die Sachen zu zerlegen, die hier so im Weg sind. Das Wasser können wir hier nach unten laufen lassen, nach unten fließen lassen, indem wir das hier schon mal alles ausgraben. Hier oben bauen wir dann unsere Schleuse, müssen die Leiter ein bisschen verlegen, aber grundsätzlich passt dann unsere Küche noch dahin, wo sie jetzt gerade ist.
Und in dem gesamten Bereich hier können wir dann ja vielleicht auch noch andere Sachen machen. Mal schauen. Oder lassen wir lieber. Unsere Rakete ist zurück. Mensch. Das stellen wir mal auf alle, dann kannst du da raus. Überlege gerade, ob es nicht Sinn machen würde, und ich glaube, es macht Sinn, dass wir hier oberhalb einen Durchgang lassen. Hier nach rechts. Dass wir quasi auf dieser Ebene ganz von links, ganz nach rechts können. Ja, das machen wir mal. Dann bauen wir es im Grunde nur so um, dass hier isolierte Ziegel hinkommen auf die gesamte Breite. Ja, doch. Wir es hier öffnen, dann haben wir hier nämlich einen Durchgang. Und unsere Schleusen verlegen wir danach. Ne, können wir ruhig noch hier verlegen. Warum wir das machen, habe ich, glaube ich, gerade gesagt. Ne? Also Hintergrund ist im Grunde, dass wir den Förderschienenbelader jetzt nicht vernünftig einstellen können. Das, was ich mir jetzt überlegt habe, was wir stattdessen machen, ist, dass wir hier einen Förderschienenbelader für Barbecue einstellen. In einem Bereich, den wir so weit runterkühlen, dass das Essen tiefgekühlt ist. Und dann haben wir einen Förderschienenbelader für alles Essen, das in Richtung Lagerung geht. Das ist dieser hier. Und wir haben einen Förderschienenbelader, meinetwegen hier oder wo auch immer wir den genau hinpacken, wo wir nur Barbecue einstellen, und direkt danach stellen wir eine Förderschienenzählersperre hier ein, die eben nur das Barbecue durchlässt, was unsere Tierchen hier oben benötigen, um nicht zu verhungern. Ja, vielleicht stelle ich trotzdem mal kurz, dass die jetzt zwischenzeitlich nicht verhungern, das hier ein. Ich kann das ja recht schnell wieder rückgängig machen, dass wir da einmalig oben was hochbringen, und dann haben wir da erstmal für eine Zeit Ruhe. Kann ich auch nämlich schon mal ein bisschen probieren, wie diese Förderschienenzählersperre funktioniert. Die ist ja auch noch ganz neu für mich. Warum genau hat das Materialien einlagern hier so eine niedrige Priorität? Das verstehe ich noch nicht so ganz genau. Also verstehe ich nicht, warum wir jetzt schon wieder eine Verschüttet-Meldung haben. Barbecue 32.000 Kalorien. Na, das ist doch eine perfekte Menge, um das auszuprobieren. Okay, wie auch immer das jetzt zustande gekommen ist. Den können wir so lassen. Das hier wischen wir mal alles auf. Hier räumen wir alles auf. So, und dann beobachten wir das hier nochmal. Dann können wir das ja auch jetzt stellen auf nur beim Aufräumen. Okay, bei den meisten ist es wegen dem Zeitplan. Ah, jetzt kommt jemand. Na? Na? Scheint ein langer Weg zu sein. Stunden später.
Da sind wir jetzt. So, diese 32.000 Kalorien. Das sind 1000 Gramm Barbecue. Ist die Frage, wie viele Kalorien das sind. Hier ist jetzt nichts mehr drin. Ich vermute, er hat alle 32.000 darüber gebracht. Und hier sind jetzt noch 7 Kilogramm Barbecue drin. Okay. So, wenn ich den Zähler jetzt zurücksetze, dann sind da noch 6 Kilogramm. Okay, also ist eine Einheit durchlassen 1 Kilogramm. Okay, das dürfte erstmal für einen Moment reichen, dass die hier nicht verhungern. Oh, ein bisschen haben wir ja schon geladen. Das ist doch schon mal erfreulich. Okay. Ja, eine Automatisierung muss ich dann noch basteln, damit sich das immer zurücksetzt in einem bestimmten Zeitraum. Aber auch das kriegen wir ja alles hin. So, hier in denen muss ich jetzt Rohöl rauslassen. Ah, habe ich eigentlich das hier mal behoben? Ne, habe ich natürlich nicht. Ich habe es insofern behoben, dass ich den Anschluss hier weggemacht habe. Wir haben es auch gar nicht mehr aufgelöst, was hier der... Wieso kann ich das auf der Pumpe nicht aufwischen? Na egal. Das Problem hier war, dass Rohöl unter 1000 Kilogramm ist. Das habe ich, glaube ich, nie aufgelöst. Ihr habt es mir in den Kommentaren geschrieben. Ist ja auch logisch, das ist eigentlich auch etwas, das ich weiß, aber... Ja, und da Rohöl ja bei 870 Kilogramm, obwohl es hier schon ein bisschen mehr ist, pro Feld gefüllt ist und dann sich die nächste Ebene füllt, kommen wir hier nie über 1000 Kilogramm und deswegen ist der Auslauf nie verstopft. Das werden wir jetzt hier mal ändern, indem wir die Leiter da rausnehmen, da einen Sensor hinpacken, einen Hydrosensor, so. Schließen den da an und machen das dann oberhalb von 1 Kilo dicht. So, mal kurz gucken. Ah, stopp, dann muss ich das ja so machen. Okay. So, und jetzt können wir das wieder anschließen, so dass sich jetzt hier die Leitung füllt. Aber solange hier oben mehr als 1 Kilogramm Rohöl drin ist, wird da nichts Neues rausgelassen. Schön. So, die Schleuse hier füllt sich. Wir können auch hier jetzt schon mal die nächsten Ziegel dahin bauen. Ich glaube, wir machen den Bereich erstmal so auf diese Größe hier. Können das alles rausnehmen. Vielleicht lassen wir das hier nochmal kurz weg, dass wir hier ein bisschen schneller bauen können. Welchem Gas füllen wir das dann am besten? Im Chlor, ne? Dann würde er ja, das machen wir mit Chlor, dann damit Sachen, die eventuell verkeimt sind, danach nicht mehr verkeimt sind. Muss nur gerade mal schauen, was hat denn der hier noch für eine Reichweite? Okay, das würde passen. Dann könnten wir hier einen Förderschienenbelader hinbauen. Packen uns hier die Förderschienenzählersperre dazu und leiten es dann von hier aus nach oben.
Wir haben alles immer von unten angeschlossen, dann machen wir das jetzt hier auch. Das können wir so machen. Ich hätte auch einfach hier dicht machen können, ne? Dann hätten wir ja auch einen geschlossenen Bereich, aber da wir den noch weiter runterkühlen müssen, halten wir den jetzt mal ein bisschen enger. Okay, stopp. Ich hatte ja vorhin schon mal angekündigt, dass das hier nicht so ganz funktioniert. Unser Tiersensor hier ist eigentlich gut, weil der sorgt dafür, dass wir nur oberhalb von 5 Tieren die Eier raustransportiert, dass die Eier hier raustransportiert werden. Das Problem, was wir hier haben, ist, dass die Eier sammeln sich hier halt 2-3 Stück meistens, also nicht 2-3, sondern es sind hier 3 Tiere drin. Wenn dann 3 Eier da liegen, dann sind es mehr als 5, 6, ja, soweit mein Matheunterricht. Aber die werden dann alle gleichzeitig auf einmal in den Förderschienenbelader reingepackt. Was dann natürlich dafür sorgt, dass keine Eier mehr in diesem Raum sind. Jetzt habe ich überlegt, was machen wir denn, um das Ganze zu umgehen? Eine Variante ist, wir könnten hier einen Brutschrank hinbauen. Wo auf jeden Fall ein Ei immer drin liegen bleibt. Jetzt weiß ich nicht, wie lang ist die. Na doch, das müsste ja. Also das würde zumindest schon mal. Das ist jetzt fast wieder eine Krillo-Lösung. Bauen wir den Brutschrank da ein, packen da immer einen strahlendes Nymphenei rein. Dann sorgen wir schon mal dafür, dass der Raum hier fortbesteht, dass wir nie hier zu wenig Tiere drin haben. Kann aber dazu führen, dass wir zu viele Tiere haben könnten. Also wenn hier jetzt, es sind jetzt 3, es schlüpft ein Tier aus, es sind 4, ja. Und dann schlüpft noch ein Tier aus, dann sind es 5. Und dann kommt ein Ei dazu und das wird auch wieder da reingepackt. Und dann sind es schon mal 6 immer in diesem Raum. Das heißt, die Tierchen wären dann wiederum eingeengt. So, dass auch das keine perfekte Lösung ist. Tja. Ich baue es trotzdem erstmal so. So, das hier können und dürfen wir stoppen. Das ist nämlich jetzt genug. Hier rechts fehlt noch ein bisschen. Woher das Öl hier kommt, weiß ich jetzt nicht so recht. Ach, natürlich weiß ich, wo das Rohöl herkommt. Ups. So, da kommt nämlich die Leiter nach hier. So, die hier kommt weg. Ja, und dann haben wir auch hier genügend Rohöl. Oh. Dann räumen wir noch mal hier alles raus. Aufwischen werden wir dann später, wenn wir hier nochmal alles rausgeräumt haben. So Sachen, die schmelzen können, wie der Schnee hier, sollten wir vielleicht noch zerlegen. Der Rest, was hier noch schmelzen kann, würde nicht hierher fließen können. Den kleinen Bereich müssen wir noch leer pumpen.
Und eigentlich müssten wir den Rest gleich auch leer pumpen, weil ich hier ja den Bereich mit Chlor füllen wollte. Chlor haben wir hier, genau. Das ist gar nicht so ganz viel, aber wird reichen für das, was wir vorhaben. Wo bringen die? Achso, den Großteil der Materialien bringen die hier wahrscheinlich hin, ne? Genau. Okay, ich hoffe, dass genau unsere Rakete inzwischen gebaut ist. Dann schauen wir uns das doch jetzt mal hier an. Ah. Okay. Wie das jetzt allerdings funktionieren soll, erschließt sich mir noch nicht. Heißt das, ich brauche diese Sachen hier gar nicht mehr? Machen wir, stopp. So, was wir hier. Gasausgangsarmatur. Ja. Das ist ja das, was wir dort dann brauchen würden. Und dann stellen wir mal. Oder bauen wir das mal so. Und dann hoffe ich gleich mal, dass man das einstellen kann. Also, das muss ich jetzt mal ausprobieren, wie das funktionieren soll. Dass quasi diese Gaseingangsarmatur jetzt die Pumpe ist und nicht mehr so wie es vorher war es ja der Anschluss zum Tanken und das hier gab es nicht und da brauchte man eine extra Pumpe und ich glaube, dass das jetzt die Pumpe ist und die das Gas dahin leitet. Probieren wir es mal aus. So, an der hier könnten wir, da brauchen wir auch Strom. Okay, aber trotzdem könnte ich hier ja schon mal Sauerstoff einstellen. Und an der hier hätte ich jetzt erwartet, dass man da CO2 einstellt. Aber die pumpt dann wahrscheinlich aus. Okay, gehen wir mal. Bauen wir die Rakete hier nochmal weiter, dass ich meinen Test ein bisschen weiter fortführen kann, indem wir einen kleinen Gasfrachtkanister bauen. So, dann kommen wir. Wahrscheinlich muss man dann nämlich in einem Gasfrachtkanister. Ich weiß es nicht. Mein Gedanke wäre jetzt, dass ich in dem Gasfrachtkanister CO2 einstelle und das dann hier ausgepumpt wird. Und hier stelle ich dann nur ein. Ja. Damit bringe ich Gas in die Rakete, oder? Ne, stopp. Ach, das habe ich ja falsch angeschlossen. Ich müsste das. Okay. Trotzdem verstehe ich da noch nicht so ganz, an welcher Stelle. Ja, von hier holen wir Sauerstoff in die Rakete dann rein und hier pumpen wir es raus. Die Frage ist nur nach wie vor, wo lege ich fest, was hier ausgepumpt wird oder müssten wir das filtern? Nee, das ist ja alles. Also da scheint sich ja jemand Gedanken gemacht zu haben.
verstehe die Gedanken nur nicht. So. Dann brauchen wir einen Stromanschluss. Da. Ich packe den einfach. Das ist ja nur zum Testen. Schließen den mal da an. Und unsere Rakete selbst. Ach, die hat noch gar keinen Stromanschluss. Na, siehst du. Dann packen wir hier oben. Ah, da passt keine Batterie. Oder doch? Wir da oben ein Solarmodul drauf, dann haben wir ein bisschen Strom. So, hier stellen wir jetzt einen Sauerstoff. Der wird direkt befüllt. Dann können wir auch später nochmal das Abtanken des Sauerstoffs nochmal austesten. Wir müssten im Grunde für diese ganzen Geschichten hier oben auch einen endlos Sauerstofftank bauen. Das macht ganz bestimmt auch Sinn. Ich habe gerade 1 Million Ideen im Kopf. Also mindestens. Ja, vielleicht nicht ganz, aber viele. Aktuelle Leistung 60 Watt. Na, perfekt. Ich vergesse mal, wie die Rakete hier heißt. Vielleicht sollte ich sie einfach umbenennen auf Testrakete. Wie viel Strom braucht er? 60 Watt, das passt ja genau. Vielleicht doch nicht richtig verstanden. Also die scheint doch. War es doch vorher anders richtig? Wir tauschen es nochmal. Können schon mal das Stromkabel hierher bauen. Das Stromkabel noch bauen. Und dann stelle ich das hier auf. Aber es macht ja eigentlich keinen Sinn. Das sind so Momente, wo ich mir denke, na, das hättest du vielleicht auch mal vor dem Video ausprobieren können, wie das funktioniert. Aber das ist egal. So seid ihr mal live dabei, wie ich mir versuche so zu erschließen, wie die Welt funktioniert. Und es ist nicht immer hundertprozentig nachvollziehbar. So, hier ist das Vakuum schon entstanden. Dann kann die Pumpe schon wieder weg. Die Leitung kann weg, aber wir können, obwohl die Leitung könnten wir auch da lassen, das ist egal. Weil wir wollen ja hier auch noch alles leer pumpen. Fangen wir doch damit noch an. Kommt die Pumpe nach dort. Das eilt ja auch nicht. Schließen das da an. Das da. Und dann kann die auch laufen. So, und ich hoffe jetzt mal, dass wir hier jetzt ein wenig weiter sind.
So richtig nicht. Also, ich habe hier eingestellt, dass da Sauerstoff ist. Wir haben hier unser Raketenmodul und wir haben hier eine Gaseingangsarmatur, an der wir nichts einstellen können. Ermöglicht das Pumpen von Gasen in das Raketenlager über Leitung. Das heißt, von hier aus können wir Gase in unsere Rakete pumpen. Hier ist ein bisschen Sauerstoff drin, so rein theoretisch würde ich jetzt denken, dass das gehen möchte. Leitet Gas an das erste Raketenmodul mit freier Kapazität. Jo. So, das Ganze kommt. Ja, aber das, ne, das hier ist ja eigentlich eine. Einen Anschluss. In die Rakete. Also war es doch richtig, wie es vorher war. Ich verstehe das nicht. Wir machen jetzt Ende für heute. Ich habe mich jetzt genug blamiert. Ich würde mich wie immer freuen, ne? Like und so weiter, kennt ihr ja. Und natürlich umso mehr, wenn ihr heute Abend beim Stream dabei seid. Vielleicht habe ich bis dahin auch herausgefunden, wie das hier funktioniert, auch wenn wir das in der Kolonie nicht nutzen werden. Aber ja, das interessiert mich dann jetzt doch, ne? Also macht's gut, bis bald. Tschüss.